Montagabend, Feierabend, noch ein paar Themen zum aktuellen Corona-Recht. PCR-Klagen ist das erste Thema. Sie nerven die PCR-Tests, aber vor allem natürlich die Maßnahmen. Und wenn man jetzt annimmt, dass alle Maßnahmen auf PCR-Testergebnissen, Inzidenzwerten basieren, könnte man auf die Idee kommen zu sagen, in dem Moment, wo ich die PCR-Tests aus der Gleichung herausnehme, habe ich auch keine Maßnahmen mehr. Warum eigentlich gab es noch keine wirklich fundierte wissenschaftliche Untersuchung dazu, was jetzt PCR-Tests leisten und was nicht? Der Kollege Rainer F. von den Querdenkern hat einige Klagen mit großem Aufwand angekündigt, dafür auch Mittel gesammelt, um in Amerika eine Sammelklage zu führen, die dann nicht in Amerika, sondern in Kanada stattgefunden haben soll, um zu beweisen, dass die PCR-Tests Quatsch sind, dass wir eine Verschwörung haben, an der die Queen oder der Papst und viele andere Institutionen beteiligt sind. Aber der Reihe nach. Corona-Sammelklage war ein Corona-Schadensersatzklage heißt es genau gesagt, ein Projekt, mit dem Unternehmern versprochen oder zumindest in Aussicht gestellt worden, dass sie mit einer Klage, wenn sich viele zusammentun, die Maßnahmen beenden könnten. Wenn man nämlich bei der Gelegenheit feststellen kann, dass Herr Wieler und Herr Drosten absichtlich die deutsche Bevölkerung getäuscht haben, um einen unsinnigen Test hervorzubringen. Davon kann man jetzt halten, was man will. Aber wir hatten letztes Jahr schon gesagt, wenn man das glaubt, dann muss man sich überlegen, was ist das effektivste Rechtsmittel, um solche Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Und jetzt mittlerweile, wo die ersten Entscheidungen, also die Klage in New York gegen die Stadt New York und die Sammelklage in Kanada aus querulatorischen Gründen abgewiesen wurde, stellt man sich die Frage, war das wirklich der beste Schritt? Kann man sagen, hinterher sind wir alle viel schlauer. Aber wenn ich wirklich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung haben will, suche ich mir doch eigentlich das Rechtsmittel, wo der Bestand von PCR-Tests streitgegenständlich ist und wo ich nicht zusätzlich noch eine Verschwörung und eine absichtliche Schädigungsabsicht nachweisen will. Es wäre nämlich eigentlich durchaus legitim zu prüfen, ob PCR-Tests mit einem CT-Wert von über 32, 38, 42, was auch immer, Grundlage sein können für Quarantänemaßnahmen, weil wir natürlich wissen, dass bei sehr hohen CT-Werten die Viruslast so niedrig ist, dass eine Infektion sehr gering ist, jedenfalls zum Zeitpunkt der Testaufnahme. Und das ist nicht neu, das hätte man aber durchaus feiner differenzieren können. Das bringt mich zu der Frage, warum hat man nicht die Klagen geführt, die eine solche gutachterliche Auseinandersetzung zum Gegenstand gehabt hätten? Ist man nicht drauf gekommen? Könnte man es jetzt noch tun? Nun ja, nicht meine Aufgabe. Das zweite Thema sind die Schulen. Und da bekommen wir im Augenblick in sozialen Medien verschiedene Blickwinkel und Forderungen. Die einen sagen, macht die Schulen endlich komplett auf und spart den Kindern die blöden Selbsttests. Das ist eine psychische Belastung. Wir wissen auch nicht, wie sie gehen. Vielleicht sind sie auch noch gefährlich. Und die anderen sagen, wie könnt ihr denn bei dieser Inzidenz die Schulen wieder aufmachen? Habt ihr denn nichts von der Notbremse gehört? Kann man das nicht durchsetzen? Kann man nicht erzwingen, dass das Infektionsschutzgesetz, was ja schließlich Maßnahmen bei einer 35er, 50er, vor allem 100er Inzidenz vorsieht, dass das die Bundesländer auch umsetzen? Eine Frage war, kann ich eigentlich etwas tun und meine Kinder zu Hause lassen? Es ist jetzt relativ naheliegend, dass man sagt, dann melde ich mein Kind einfach krank. Wer wird das schon näher hinterfragen? Aber auf Dauer könnte das durchaus ein Problem werden. Es gibt ja das Ordnungswidrigkeitenrecht und Schulpflicht ist ja eine Verpflichtung für alle Kinder bis zur 9. Klasse, dass man 9 Jahre lang zur Schule gehen soll. Und ein Verstoß dagegen kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Gibt es eine Möglichkeit, wegen der besonderen Gefahr dagegen vorzugehen? Ja, man könnte darüber nachdenken auf § 16, rechtfertigender Notstand im Ordnungswidrigkeitengesetz, vielleicht eine Grundlage dafür sein könnte, um zu sagen, ich muss die Rechtsgüter abwägen, ich habe Angst um die Gesundheit meines Kindes, ich sehe hier eine nicht anders abwendbare, gegenwärtige Gefahr für das Kind und verstoße damit gegen die Schulpflicht. Was kommt dabei raus? Nun, sicher ist nicht, wie ein Richter darüber urteilen wird, aber das wäre möglicherweise eine Grundlage. Ein anderes Vorgehen wäre natürlich, die Verwaltung zum Handeln zu zwingen. Und da sehen wir, dass es immer viel schwieriger ist, eine Verwaltung zur Handlung zu zwingen, als sie davon abzuhalten, etwas zu tun. Mit einem Antrag nach 80.5 VWGO könnte man die einstweilige aufschiebende Wirkung einer Klage wiederherstellen, auch in einem Eilverfahren. Aber es ist viel, viel schwieriger, die Verwaltung zu einer bestimmten Handlung zu zwingen. Das macht die Sachen jetzt gerade schwierig. Da ist die Justiz vielleicht auch tatsächlich an Grenzen.
nämlich dort, wo die Politik gefragt ist. Ja, und schließlich mal wieder der Klassiker Impfungen. Warum sind wir da so langsam? Wir haben in diesen Tagen ja eine Klage eingereicht beim Verwaltungsgericht Würzburg. Nicht eine Klage, sondern ein 123er Antrag. Der liegt jetzt beim Verwaltungsgerichtshof in München bzw. Außenstelle Ansbach im Schnellverfahren. Wir erwarten diese Woche eine Entscheidung darüber, ob es angehen kann, dass der Staat, in diesem Falle der Freistaat Bayern, große Mengen an Impfstoff herumliegen lässt und gleichzeitig den Impfanspruch, der Kraftverordnung gegeben ist, abweist. Bei der Gelegenheit fiel mir auf, dass Bayern nicht das schlimmste Bundesland ist in der Hinsicht. Nordrhein-Westfalen scheint noch langsamer zu sein, beziehungsweise noch mehr Impfstoff, nämlich doppelt so viel, herumliegen zu lassen. Und es sind nicht doppelt so viele Menschen in NRW wie in Bayern. Es gibt anscheinend unterschiedliche Umgangsarten mit der Impfreihenfolge. Die Impfverordnung sagt, die Reihenfolge ist einzuhalten und das kann man unterschiedlich lesen. Die einen könnten sagen, solange nicht der allerletzte aus der Prioritätsfolge 1 geimpft ist, darf die zweite Prioritätsgruppe nicht allgemein geöffnet werden. Das kann ganz schön lange dauern, weil wahrscheinlich nicht alle sofort impfwillig sind und in der Zwischenzeit stapeln sich die Impfstoffe. Das kann nicht besonders schlau sein, aber möglicherweise zulässig. Die Impfverordnung sieht durchaus vor, dass zur Ausnutzung der Impfstoffe auch die anderen Prioritätsgruppen begonnen eröffnet werden dürfen. Ich gehe davon aus, dass sogar eine Verpflichtung besteht, den Impfstoff so einzusetzen, dass die Priorität zwar gewahrt wird, aber dass er effektiv eingesetzt wird, dass nur dann ein Impfangebot verweigert wird, wenn tatsächlich kein Impfstoff zur Verfügung steht. Und das muss nicht eine abstrakte Knappheit sein, sondern meine Rechtsauffassung an der Stelle, wenn genug Impfstoff da ist, um die Berechtigten der ersten Prioritätsgruppe, wie sie denn so vorbeikommen, zu impfen, dann und wenn da noch was übrig ist, dann muss man auch die anderen Prioritätsgruppen impfen. Nun warten wir ab, was der Verwaltungsgerichtshof dazu sagt. Eine solche Entscheidung hätte natürlich ziemlich weitreichende Folgen, weil wahrscheinlich dann jeder auf die Idee kommen würde, es einzuklagen. Ich würde mir aber eigentlich wünschen, dass der Staat einfach nur die vorhandenen Impfstoffe so schnell wie möglich einsetzt, um gar keine Restbestände mehr übrig zu haben. Die zweite Impfdosis bei der Gelegenheit, die ja immer zurückgehalten wurde, und das war eine Diskussion, die auf Twitter immer wieder geführt wurde, ist eine Möglichkeit, aber keine zwingende Empfehlung, schon gar nicht von der STIKO. Die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut hatte mal gesagt, ja, ihr solltet die zweite Impfdosis zurücklegen, um sicherzustellen, dass auch bei Lieferengpässen die erstimmunisierten Personen auch rechtzeitig die zweite Dosis bekommen. Die Briten haben gesagt, kümmert uns nicht, wir müssen möglichst viele Menschen impfen, möglichst viele Erstimmunisierungen durchführen, die haben nichts drauf gegeben und dabei dann festgestellt, hey, es ist sogar besser, wenn man etwas länger wartet mit der zweiten Dosis. Sowas macht man halt in Deutschland eher nicht. Stellt sich aber heraus, die STIKO hat sich von dieser Empfehlung schon längst verabschiedet und sagt, man muss nichts reservieren, da die Mengen, die nachkommen, trotz der AstraZeneca-Lieferkürzungen immer noch ausreichen, um die Zweitdosen zu verimpfen. Es ist nicht nötig, dass man eine immer größer werdende Zahl von Impfstoff rumliegen lässt, denn selbst wenn es zu Engpässen käme, könnte man immer noch reagieren, indem man halt die Erstimpfungen zurückfährt und dann die Menschen, die mit ihrer Zweitimpfung nach 12 Wochen, nach fast 3 Monaten dann dran sind, entsprechend impft. Insofern wäre da durchaus noch Platz nach oben, auch ohne sich von den Impfzeiträumen zu verabschieden und unter Inkaufnahme eines ziemlich geringen Risikos, dass dann jemand zu spät erst geimpft werden würde. Das prüfen wir jetzt vor Gericht.